Hey du, glaubst du an Zufall? Glaubst du, dass es Zufall ist, dass du bestimmte Fähigkeiten, Begabungen, Talente, Gaben, Kompetenzen hast? Glaubst du vielleicht, dass das normal ist, was du so machst? Dass das, was du machst und wie du die Dinge anpackst und so weiter, dass das andere auch können? Dass das völlig normal ist? Dass du vielleicht gar keine Stärken, keine besonderen Fähigkeiten hast? Und ich sage dir hier und jetzt, das ist nicht die Wahrheit. Das, was in dir angelegt, ist einmalig. Vor allen Dingen, es geht nicht nur um die einzelnen Stärken, Fähigkeiten, Begabungen. Vielleicht denkst du, ja, nett, gibt Millionen Menschen, die nett sind. Es gibt Millionen Menschen, die gut zeichnen können, die gut kochen können, die gut schreiben können, die, keine Ahnung, die gute Ingenieure sind. Aber ganz ehrlich, auch wenn das so ist, wenn das deine Begabung ist, so wie du es machst, kann es kein Mensch im gesamten Universum machen. Die Kombination ist völlig einmalig in dir angelegt. Und das ist auch völlig richtig. Denn es geht darum, das anzuerkennen und das nach außen zu bringen. Denn das, was in dir ist, das wird gebraucht. Deswegen ist es in dir angelegt. Die Krux ist nur, dass du das anerkennst und damit nach außen gehst und aufhörst, ja, dich klein zu machen, dich zurückzuhalten oder andere nachzuahmen, weil andere gesagt haben, es ist so und so richtig. Das ist Quatsch, das ist absoluter Bullshit. Ja? So wie es in dir angelegt ist, so ist es richtig und so möchte es auch nach außen. Also trau dich, mach dir bewusst, was die Kombination, was deine Kombination ist, was aus dir heraus möchte, was dir besonders viel Freude macht, was dich erfüllt, was dein Herz zum Singen bringt. Und dann zeige dich damit. Hör auf, dich zu limitieren. Das bringt niemand etwas. Niemand. Dir nicht und uns allen auch nicht. Weil du fehlst. Wenn du nicht anerkennst, wenn du deine Einzigartigkeit nicht anerkennst, dann fehlst du im gesamten Konstrukt sozusagen. Ich sehe uns alle, wir gehören alle zusammen, wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn diese einzelnen Puzzlestücke ihren Platz nicht einnehmen, dann ist es nur ein löcherndes Irgendetwas, ja, ein zerlochtes, sozusagen großes Puzzlebild, ja, das aber nicht schön ist, weil ganz viele Puzzlestücke fehlen, ja. Also erkenne deine Einzigartigkeit an, erkenne an, dass du ein ganz besonderes Puzzlestück bist. Und wenn du das anerkennst, dann nimmst du deinen Platz an in diesem ganz großen, wunderbaren, wunderschönen Bild. Und hey, und dann schaffen wir echt das Paradies auf Erden. Hast du nicht Lust dazu? Und wir müssen diesen Weg auch nicht alleine gehen, ja? Weil erst in der Gemeinschaft, wenn wir anerkennen unsere Einzigartigkeit, dann kann auch dein Nachbar oder dein Gegenüber, dein Umfeld, alles, was so in dir ist, kann auch sozusagen seine Einzigartigkeit anerkennen und es leben und den Platz in diesem großen Bild einnehmen. Du hast dann, ja, du trägst dann zu dieser Berufungswelle bei, dass immer mehr Menschen ihren inneren Ruf von ihrer Berufung einnehmen. Also, der Schlüssel ist aber, dass du deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Begabungen, dass du die wahrnimmst, dass du die erkennst, ja, dass du die anerkennst, deine Einzigartigkeit anerkennst und mit dieser Einzigartigkeit dich zeigst. Ja, ganz ehrlich, wir brauchen dich. Also, komm in die Gänge. Okay? Also, ich freue mich auf dich.